This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hey Leute, frohes neues Jahr euch erstmal. Und ich wollte in dem Video einfach mal erzählen, was bei mir so in letzter Zeit passiert ist und was so geplant ist für dieses Jahr. Und ja, in letzter Zeit werdet ihr ja schon gemerkt haben, ich habe ein bisschen weniger Videos gemacht und ich habe mir eher, zum einen habe ich mir mal Zeit für mich genommen, so ein bisschen jetzt im Winter eben, um zur Ruhe zu kommen, ein bisschen zu mir zu finden, habe da viel selbst verarbeitet und sind eben viele Dinge hochgekommen. Ich habe jetzt auch in der letzten Zeit sehr einfach gegessen und nur saisonal, sage ich mal, und regional. Und da ist auch nochmal viel hochgekommen, habe mal ein, zwei Tage Fasten immer wieder eingelegt, ab und zu so. Und genau. Und ja, dann habe ich noch ein E-Book fertig geschrieben. Weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht noch gesehen. Ich wollte auch nochmal ein extra Video machen. In dem E-Book geht es einfach um Ernährungsumstellung. Und zwar, das soll ein dreiteiliges E-Book. Also ich habe jetzt den ersten Teil fertig geschrieben gehabt. Und da geht es einfach darum, so für die Leute, die jetzt vielleicht gerade erst in die Ernährung einsteigen im ersten Teil halt. Und dann fragt man sich ja so, wenn man in die vegane Ernährung oder in eine pflanzliche Richtung einsteigt, was kann man denn überhaupt noch essen? Und sättigende Lebensmittel, was gibt es da überhaupt noch? Und ja, in dieser E-Book-Reihe, also Schritt für Schritt zur gesunden Ernährung habe ich es genannt. Und im ersten Teil sind eben drei Teile. Im ersten Teil geht es darum, vom Allesesser zur Pflanzenkost, wie man da eben auf eine vegane Ernährung umstellen kann und was für Möglichkeiten es da einem überhaupt gibt. Also sowas, weil viele fragen sich ja anfangs so, was kann ich denn da überhaupt noch Sättigendes oder Deftiges, irgendwie kräftige Sachen essen? Und in dem E-Book, da geht es nicht so sehr, also ich habe ein paar Rezepte drin und da geht es eben konkret um die Ernährung, um die umzustellen. Aber es ist nicht ein reines Rezeptebuch. Ich habe drei Hauptgerichte sind drin und eine Suppe habe ich mir mit reingenommen, eine Kürbissuppe und leckere. Und aber ansonsten habe ich mehr drin vorgestellt. So einmal, was kannst du an Ersatzprodukten essen und was gibt es eben dann so kräftiges, sättigendes, dass man zum Beispiel einfach, ja, wie man deftige Gerichte zum Beispiel ganz einfach mit irgendwie Zwiebeln, Bratkartoffeln und so machen kann oder dass man Quinoa, Amaranth, Hirse, Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln und all solche sättigende Dinge, was man da für Grundlagen nehmen kann und wie man sich dann halt einfach ganz lecker, selbst kreativ Sachen kochen kann. Und ja, was es da noch für Möglichkeiten gibt, auch wenn man unterwegs ist, so was kannst du beim Döner essen, so jeder normale Döner hat zum Beispiel noch Knoblauchöl da, dann oder an Soßen, dass man eine Tomatensoße oder eine Chili-Soße halt nimmt, anstatt irgendwie eine Joghurtsoße. Und genauso, dass du selbst bei einer deutschen Küche findest du eigentlich immer was. Also deutsche Küche ist ja eigentlich nur Fleisch, aber selbst die können eigentlich Bratkartoffeln machen mit Gemüse oder Zwiebeln. Oder vielleicht haben sie gerade auch was Saisonales da, wie Spargel oder Wirsing oder so, und machen die das dann. Und ja, es mit pflanzlicher Kost kann man eigentlich überall auch noch essen gehen anfangs. Und ja, in der Reihe geht es eigentlich Schritt für Schritt halt die Ernährung in so eine gesündere Richtung umzustellen. Und der erste Teil ist eben einfach vom Allesesser zur Pflanzenkost. Und der zweite Teil wird dann so von der Pflanzenkost zur Rohkost, wie man dann eben weitergeht. Und dann der letzte Teil ist so, dass man in eine immer einfachere Rohkostrichtung geht und praktisch zur Paradieskost. Habe ich es jetzt mal genannt, also einfach zu einer einfachen Früchtekost irgendwann nennen. Aber das ist eben ein ganz langsamer, jahrelanger, schrittweiser Prozess und das sollte einem da, denke ich, auch immer bewusst sein. Genau. Ja, und das habe ich eben fertig geschrieben und dann hatte ich noch einen Videokurs gemacht. Rohkostreinigungsweg, weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. So. Aber das ist halt für, ja, für die Leute, die schon weiter sind oder mehr die Theorie dahinter interessiert mit Entgiftung und was man da alles machen kann, um den Körper zu entgiften, wie die Theorie eben dahinter ist, warum es tausend verschiedene Ernährungsrichtungen gibt und so und was da eben überhaupt dahinter steckt. Genau. Und das waren eben die zwei Sachen, die ich letztes Jahr noch fertig gemacht habe. Und dann war noch eben
Der Retreat, wo wir gerade planen, so in Thailand, da bin ich auch voll gespannt drauf, da freue ich mich voll drauf. Einfach eine schöne Zeit in Thailand mit den Leuten zu verbringen und dabei einfach die Rohkost ein bisschen näher zu bringen und ja, das Bewusstsein einfach anzuheben, sag ich mal. Ja. Und das ist eben auch im Februar. Also, wenn noch jemand Lust hat, von euch mitzukommen, es sind noch Plätze frei. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, ja, auf der Insel Koh Phangan eine schöne Zeit mit uns zu verbringen. Und ja, ich verlinke es auch nochmal drunter, wenn ihr überhaupt nicht wisst, von was ich rede. Also, wir sind jetzt, ich habe so eine kleine Gemeinschaft, haben wir zusammen gegründet. Das sind ein paar Leute, die sich einfach rund um dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Ernährung und Bewusstseinswandel so zusammengetan haben und wir wollen einfach zusammen eben ja, Leuten wie sagt man, ja, dazu wieder bringen, sich selbst weiterzuentwickeln, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und genau. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch nochmal drauf schauen, verlinke es auch nochmal drunter. Und ja, am 14.01. geht es nämlich dann für mich so los nach Thailand. Und ja, wieder in die Sonne. Und jetzt genieße ich gerade noch den restlichen Winterzeit, wo ich hier habe. Genau. Was steht sonst noch an? Und genau, auf Koh Phangan in Thailand wollte ich dann wieder mehr Videos machen. Jetzt war es eben einfach ein bisschen weniger, weil ich mich selbst zurückgezogen habe. Und die Zeit für mich genommen habe, aber ich habe schon wieder irgendwie 50 Videothemen mir aufgeschrieben, die ich im Moment machen wollte. Und die werde ich jetzt so nach und nach dann machen. Und dann wird es in Thailand, denke ich, garantiert wieder mehr Videos geben. Genau. Aber so viel wollte ich mal so einfach als kleines Update euch geben. Und ja, dann hoffe ich auf ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Genau. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.